Ich nehme schon auf. Hoppala. Moin moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay von World of Tanks. Und heute unterwegs sind wir mit Delta. Und Delta fährt heute im Zug mit seinem Kollegen. So, und zu zweit fahren sie Richtung Zauberwald, wo auf magische Weise immer die ganzen Panzer verschwinden, die man eigentlich auf der anderen Seite viel besser gebrauchen könnte. Aber gut, wir gucken mal, was passiert. Muruvanka wird gespielt als Begegnungsgefecht und wir haben pro Team zwei Artis. Das ist schon mal nicht so geil, weil die Map hier doch sehr, sehr offen ist. Jeder Arti-Spieler freut sich, gerade wenn das Spiel ein bisschen länger geht, wenn das eigene Team, sag ich mal, vorne durchhält, sodass man ganz, ganz viel schießen kann. Da hat jeder Arti-Spieler die Hand in der Hose, definitiv. Aber wir gucken mal, was hier so geht. Ja, natürlich für den Emil hier eine sehr, sehr gute Position. Er fährt sogar noch einen weiter. Nicht so schlecht, ja, aber auch mutig. Jawohl, guck mal. Sehr schön. Sehr schön. Ja, siehst du. Gut, bis auf den ersten Schuss. Der ging natürlich nicht rein. Aber Schuss 2 und Schuss 3, die haben immerhin hier für Schaden gesorgt. 788 hat er jetzt schon mal auf dem Konto. Muss jetzt erstmal nachladen. Ist auch schon fast wieder durch mit dem Nachladen. Und kann hier gleich den nächsten Anlauf machen. Und das tut er auch ganz, ganz tüchtig. Oh, da fährt er leider... Ah, doch, kriegt er noch den E50. Ich dachte, der ist im Rückwärtsgang schnell genug, dass er hier noch wegkommt. Aber da hat er einen guten Trackshot gesetzt gleich am Anfang und der E50 konnte offensichtlich auch nicht reparieren. Hat vielleicht schon vorher repariert oder hatte nichts dabei, wie auch immer. Blieb da auf jeden Fall stehen, sodass Delta hier schön alle drei Mumpeln versenken konnte. Und jetzt schon bei knapp 2000 Schaden ist. Sehr, sehr geil. Ach, guck mal, da ist der nächste Patient, den er hier verarzten möchte. T10. Hier steht da AFK. Nochmal schießen. Oh, was? Wie ging der denn nicht rein? Huh. Da hat er sich vielleicht tatsächlich bewegt. Man mag es ja kaum glauben. Na gut, aber auch wieder zwei Schuss angebracht hier. Sehr, sehr gut. Und während er hier nachlädt, fährt er fleißig mit nach vorne. Gleich den Druck aufrechterhalten, den sie hier auf der Seite ausüben. Das finde ich sehr gut. Man muss natürlich vorsichtig sein. Jetzt geht hier der erste Panzer raus. Aber, das war aber schon nicht so schön jetzt. Ich meine, der erste Treffer war nicht so dolle. Der hat getroffen. Oh, und der hat auch getroffen. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Das war knapp, aber sehr schön. Aber die 677 Schaden vom Fighting Vehicle, die waren natürlich, die waren schon eine kleine Klatsche. Jetzt muss er erstmal einen Moment warten. Am besten kriegt er noch ein klein bisschen Spot. Und da, boah, was macht denn der RV? Warum fährt denn der nach vorne? Ist der dumm? Boah, das war aber richtig dumm vom RV. Wenn der da hinten stehen bleibt, dann kann er doch mindestens noch einmal schießen, ohne vielleicht aufzugehen. Also das war echt dumm. Aber gut, so ist das manchmal. Kann hier den Tiger zwar noch anvisieren, den GW-Tiger, aber leider nicht mehr schießen. Der Tiger wird vorher rausgenommen. 8:5. Sieht schon ganz gut aus. Ich werde tatsächlich noch einen Tick weiter links gefahren. Weil manchmal luschert da und wartet auch noch einer. War bei Delta jetzt hier in dem Fall wohl gerade nicht. Was sind denn das für Flecke? Ist das von meinem Mod? Oder ist das jetzt neu bei Wort? Das reimt sich voll. Das war doch vorher nicht. Da muss ich aber nochmal gucken. Das ist mir in dem einen Video neulich schon aufgefallen. Hm. Interessant. Da muss ich ja nochmal reingucken. Na gut, so. Ja, den dritten würde ich jetzt nicht schießen. Da würde ich, hätte ich jetzt nachgeladen, glaube ich. Denn da war... Was war das? Der Progetto? Oder der TVP? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Die wären da auf jeden Fall schon beim dritten Schuss locker weg gewesen. Den hätte ich mir jetzt gespart. Ich meine, gut, die Standardmunition ist jetzt eh nicht so teuer. Da ist das auch nicht ganz so schlimm. Da kann man das auch mal probieren. Wie gesagt, in dem Fall hätte ich es jetzt aber nicht gemacht. So, da haben wir doch wieder jemanden. Oh, und auch der geht schon wieder daneben. Mensch, das ist aber... Oh! Oh,
Ach so, da war er zu. Also der letzte, der kann getroffen haben, aber dass die ersten beiden da auch daneben gingen, sehr, sehr ärgerlich. Also der Emil ist halt kein Scharfschütze, so wie man das sieht hier. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Crew von Delta ist. Delta, kannst du ja was vielleicht dazu sagen, wenn du möchtest. Ob die vielleicht einfach daneben schießt, kann ja auch manchmal sein. Aber da sind sehr, sehr viele daneben gegangen schon, für mein Empfinden. Aber wir gucken nachher mal in der Auswertung. Vielleicht ist es auch nur mein Empfinden. So. Ja, da kommt er noch nicht ran. Da kommt er. Oh, da kommt er ran. Ja. Schade. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Aber der Progetto ist noch da. Da kann er auf jeden Fall dann gleich nochmal vielleicht drauf wirken. Jetzt geht's hier erstmal weiter voran. Hinter ihm ist noch der T-44. Der ist allerdings One-Hit für alles, was hier auf dem Spielfeld ist. Das steht nicht so gut. Aber jetzt hier. Endlich mal wieder ein Treffer. Und auch schöne Treffer hier. 400, 400. Da konnte er nochmal ordentlich Schaden einsammeln. Hat jetzt hier den TVP aufgemacht. Das ist sehr gut. Dadurch kriegt er nämlich jetzt hier noch ein bisschen Spot-Schaden aufs Konto. Und da kann er eigentlich auch geradeaus fahren. Jo. Denn jetzt nur noch die Arti da, der TVP. Hätte ihm vielleicht noch einen Schuss reindrücken können. Aber selbst damit wäre er hier nicht rausgegangen, wenn der TVP nicht das Magazin trifft. Und auch die. Ich glaube, auch die Lorraine hat er gerade nochmal aufgemacht, oder? Da habe ich jetzt nicht mehr aufgepasst. Ob er den Schaden dazu bekommen hat. Aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Runde. Zwar nur erste Klasse in Anführungsstrichen, aber wenn man so eine Runden hat, hat man trotzdem, glaube ich, Spaß. Speer noch dazu bekommen, Schläger noch dazu bekommen, Wirkungsfeuer und Großkaliber. Und dann gucken wir mal hier rein. Da hat er 5.325 Schaden geschossen. Sehr schön. Zwei Kills, 1.259 Basiserfahrung gemacht. Und er hätte hier sicherlich noch, also 1.000 bestimmt locker mehr haben können, 1.200. Wir gucken mal, wie viele er daneben gesammelt hat. Da waren einige, glaube ich, bei. 21 Mal geschossen, 15 Mal getroffen. Okay, das geht sogar noch. Also für mich wäre das jetzt gefühlt höchstens 10 Treffer oder so gewesen. Aber das ist, wie gesagt, auch so mal das eigene Empfinden, was da mit reinspielt. Von den 15 Treffern gingen 13 durch und haben Schaden gemacht. Deshalb kommt er hier auf diese Summe. Er hat 6 Treffer erhalten. Einer ging durch. 4 wurden abgewehrt und dreimal wurde er gesplashed. Konnte 1490 Schaden blocken, hat 7 Gegner beschädigt, 2 zerstört, 1388, 1388 Unterstützungsschaden gemacht und er ist ein bisschen über 2 Kilometer gefahren. Mit seinem Premium-Account konnte er hier noch 36.266 Credits rausholen, weil er halt hier, glaube ich, komplett mit Standardmunition geschossen hat. Ja, für 21 Schuss, 21.315 Credits ausgegeben. Das heißt, da kostet ein Schuss so um die 1000 dann, ne, wenn ich das richtig rechne. Gut, ja, das war eine sehr, sehr schöne Runde, finde ich persönlich. Und wenn ihr was habt, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt, lasst es mir zukommen. Hier sind die Kontaktdaten. Wenn ihr das da hinschickt, am besten immer ins Discord, dann versuche ich das auch schnellstmöglich zu bearbeiten. Manchmal kann es ein bisschen länger dauern, wie gesagt, Ausbildung, Familie und so. Das nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch. Und strecken muss ich mich auch zwischendurch ab und zu mal. So. Nur aber. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer das guckt. Und bis demnächst, liebe Leute. Ciao, ciao.